Wolltet ihr schon immer Anwalt spielen? Was glauben Sie denn? Das ist ein Totenkopfäffchen, den kann man nicht einfach irgendwo wegkramen. Das ist nicht irgendwie so ein kleines Kätzchen. Natürlich, genau das ist es. In eine hohle Kokosnuss passt er rein. Und zack ist er weg. I Am Your Lawyer ist ein Spiel, in dem du die Rolle eines Anwalts spielst. Ihre Aufgabe ist es, ihren Mandanten vor Gericht zu vertreten. Du musst unschuldige, harmlose Menschen und zwielichtige Typen, Mörder, Diebe, Gauner verteidigen. Wir sehen uns vor Gericht. In I Am Your Lawyer sind sie ein ehrgeiziger Anwalt, der gewissenhaft unschuldige Menschen davor verteidigt, vom Gericht zu Unrecht verurteilt zu werden. Aber sind sie sicher? Sind ihre Mandanten sicher nicht schuldig? Um Zweifel zu zerstreuen, tauchen sie ein in Fallakten und analysieren sie Schritt für Schritt den Ablauf der Ereignisse. Sprechen Sie in I Am Your Lawyer mit Ihrem Mandanten, finden Sie heraus, wo er sich zum Tatzeitpunkt aufgehalten hat. Ihnen stehen eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Audioaufnahme, Tatortfotos, Fingerabdrücke und vieles mehr, um die Wahrheit herauszufinden. Das Verhör führt Sie zu interessanten, unerforschten Details des Falls. Sprich mit den Polizisten, die vor Ort waren. Stellen Sie Fragen, geben Sie zusätzliche Recherchen in Auftrag. Aber denken Sie daran, dass dies Zeit braucht. Seien Sie vorsichtig. Jede Entscheidung hat zeitliche Konsequenzen. Sie müssen entscheiden, welche Beweise Sie im Labor erneut untersuchen möchten. Bewegen Sie sich durch die Stadt und sammeln Sie Informationen und Beweise über den Fall. Ihnen stehen Orte zur Verfügung, wie eine Polizeistation, ein Restaurant, in dem Sie Anwälte treffen, ein Labor, Büros und andere Orte, in denen Sie Leute finden können, die in dieser Angelegenheit nützlich sein können. Im Labor können Sie eine detaillierte Untersuchung von Beweismitteln in Auftrag geben, wie zum Beispiel Fingerabdrücken auf Gegenständen, Überwachungsbänder, Fotos von Tatorten, Handschriften und Dokumenten. Stellen Sie während des Prozesses Fragen an alle Zeugen, die an der Strafverfolgung Ihres Mandanten beteiligt sind. Finden Sie heraus, ob sie nicht lügen, nicht unter Alkoholeinfluss standen oder nicht in den Fall verwickelt sind. Hören Sie Zeugenaussagen vor Gericht an. Reagieren Sie auf unbegründete Anschuldigungen. Untersuchen Sie den Fall, weisen Sie die Anschuldigung des Staatsanwalts zurück und versuchen Sie klare Beweise für die Unschuld Ihres Mandanten zu erhalten. In der Jury sitzen viele verschiedene Personen. Erfahren Sie alles über die Juroren und wählen Sie eine Handlungsstrategie. Entscheiden Sie, auf wen Sie sich in Ihrer Abschlussrede konzentrieren möchten. Ja, und in all das werdet ihr in I Am Your Lawyer verwickelt. Ihr seid der Anwalt für euer Mandat und könnt, so wie ihr es aus Film und Fernsehen und Dokumentation kennt, alles nachgeben, um euren Mandanten zu verteidigen. Auch wenn dieser vielleicht schuldig ist, ihr versucht aber eine mildernde Strafe zu bekommen. Was wir noch im Trailer zu sehen bekommen, ist wahrscheinlich mitunter auch der Besuch des Präsidenten der Vereinigten Staaten, um vielleicht eine Begnadigung zu erhalten, weil es vielleicht auch in diesem Spiel die Todesstrafe geht. Ein ziemlich interessantes Thema auf alle Fälle, besonders, wie gesagt, für all diejenigen wie ich, die Kriminalfilme sich gerne angucken, auch wo die Handlung rund um Anwalt und Mandat geht und man eigentlich weiß, dass derjenige schuldig ist, er aber vielleicht irgendwie aus, ich sag jetzt mal augenscheinlich, aus guten Absichten die Tat begangen hat. In I Am Your Lawyer, also ich bin ja Anwalt, werden wir auf alle Fälle in die Tiefe und die Materie eines Anwalts antauchen und ich bin auf alle Fälle gespannt, was uns da erwartet. Das Spiel befindet sich noch mitten in der Entwicklung und sollte auf alle Fälle für den PC herauskommen. Es ist aber noch nicht sicher, ob für die Konsolen. Der Entwickler ist Hyper Studio und wie immer der Publisher Playway, der ja sehr, sehr viele Spiele in der Pipeline hat, wo wir bis heute aber noch nicht wissen werden, welche davon wann genau herauskommen. Ich bin gespannt, ob es ein Spiel für euch wäre und wann dieses Spiel überhaupt herauskommt. Ich versuche euch so ein bisschen auf den Laufenden zu halten. Wer Lust hat, kann sich das Ganze natürlich bei Steam schon auf die Wunschliste packen und warten, bis der erste Mandant an die Türe klopft. In diesem Sinne, spitzt eure Bleistifte, haltet eure Verteidigungsreden bereit und wir sehen und hören uns. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.